endlich meine schöne Erfindung. Mit dieser bösen Version von Tigius werde ich alle gegen das angesehenste Animaker wenden. Ich bin in einer echten Zwickmühle. Ich muss um Hilfe rufen. Hier ist Johnny. Womit kann ich dir helfen? Johnny, hier ist Bob. Du musst Tigius zum Stoppen bringen. Ich habe einige Bänke beim Rathaus gestrichen, als er anfing, alles zu zerstören. Tigius, bist du sicher? Das klingt nicht nach ihm. Ich sage es dir. Er jagt mich jetzt gerade. Überlass es mir, Bob. Ich werde herausfinden, was los ist. Hey, Johnny. Bereit für eine Mission, Kumpel? Tigius, was machst du? Bob hat mich gerade angerufen und gesagt, dass du Chaos in der Stadt anrichtest. Was? Das ist unmöglich. Ich war den ganzen Tag auf meinem Posten. Das ist so komisch. Bob ist sich sicher, dass du es warst. Lass mich dorthin gehen und nachforschen, Johnny. Ich werde dem auf den Grund gehen. In Ordnung, Kumpel. Ich vertraue dir. Hä? Hier ist niemand. Bob, bist du das? Bitte tu mir nichts. Komm schon, Bob. Ich bin's. Was ist hier los? Sag du es mir. Du hast mich vorhin wirklich erschreckt. Wovon redest du? Tu nicht so, als wüsstest du es nicht. Ich sah dich gerade Richtung Katies Restaurant gehen. Es scheint, als ob sich jemand für mich ausgibt. Ich muss ihn aufhalten. Katie, was ist passiert? Was passiert ist? Du bist passiert. Was? Halt mich nicht für dumm, Tigius. Wo hast du mein Eis hingebracht? Wohin? Ich war das nicht, Katie. Das muss mein böser Zwilling gewesen sein. Verflixt. Wenn ich nicht bald damit aufhöre, werden mich alle hassen. Hä? Was ist das? Natürlich. Das gestohlene Eis muss schmelzen. Und es hinterlässt eine Spur. Wenn ich hier folge, bin ich mir sicher, dass ich diesen Gauner finden werde. Du bringst besser mein Eis zurück. Gut gemacht, pelziges Kätzchen. Oh je, ich bin so viel schlauer, als ich dachte. Bist du dir da sicher? Gut, gut, gut. Wenn das nicht das am meisten gehasste Animaker der Welt ist. Dein dummer Plan ist jetzt vorbei, Vicky. Wirklich? Doppelt verflixt. Du kannst dich nicht bewegen, kleines Kätzchen. Keine Sorge, dein böser Zwilling wird dafür sorgen, dass niemand dich vergisst. Komm schon, Klon, weg von diesem Loser. Tschüss, Anima-Blödmann. Diese verrückte Göre und ihr billiger falscher Anima-Tiger. Ich werde hier nie alleine rauskommen. Ich rufe Johnny um Hilfe. Tigius, hast du den Bösewicht geschnappt? Johnny, ich brauche deine Hilfe. Vicky hat Chaos mit einem bösen Zwilling von mir verursacht. Und jetzt hat sie mich an den Boden geklebt. Oh nein, das ist furchtbar. Ich hab's. Keine Sorge, Tigius. Du kommst da raus wie eine Rakete. Turbo- und Monsterräder umwerfen. Mal sehen, mal sehen. Wen können wir jetzt ärgern? Hä? Huh? Was ist das? Hallo, Vicky. Lange nicht gesehen. Oh nein! Dieser Anima-Blödmann ist aus meiner Schleimfalle entkommen. Nun, wenn er seine Lektion nicht lernen will, werde ich ihn zwingen. Gib auf, Vicky. Dieser alte Trick wird bei mir nicht mehr funktionieren. Keine Sorge, Katie. Ich bin sicher, du wirst dein Eis zurückbekommen. Oh nein, er ist wieder da. Der böse Tiger ist zurück. Sie sind zu zweit?
Okay, jetzt oder nie. Auf keinen Fall! Deine kleine Reise ist zu Ende, Vicky. Dein Eis ist so gut, Katie. Danke, Tigers. Es tut uns wirklich leid, Tigers. Wir hätten nicht an dir zweifeln sollen. Keine Sorge, Freunde. Außerdem hattet ihr zwei eine ziemlich gute Idee, um diesen falschen Tiger und mich auseinanderzuhalten. Moment mal. Ich verstehe, dass falsche Tigers einen Schnurrbart brauchen, aber warum habe ich auch einen? Hilfe! Hilfe! Bitte, jemand muss uns helfen! Das Feuer wird immer höher! Ja, ich habe Empfang! Ich rufe um Hilfe! Hier ist Johnny, wie kann ich dir helfen? Johnny, hier ist Bob! Katie und ich sind von Feuer umzingelt! Wir brauchen das Anima-Team! Verstanden! Hilfe ist auf dem Weg! Hallo, Johnny! Hallo, Johnny! Batfly, Wheelefant, es brennt in der Stadt! Ihr müsst schnell dorthin und es löschen! Überlass es uns. Wir schaffen das, Johnny. Wow, was ist denn hier passiert? Wie konnte das Rathaus brennen? Hm? Hier ist der Plan, Wheels. Lass uns zuerst unsere Freunde retten. Wir löschen das Feuer später. Ich kann Katie erreichen, aber Bob ist zu hoch für mich. Kannst du dich um ihn kümmern? Kein Problem, mein Freund. Hilf mir, Wheelefant! Das Feuer rückt immer näher! Keine Sorge, Katie. Ich bring dich runter. Die Luft ist rein. Beeil dich, komm runter, bevor das Feuer wiederkommt. Hm? Puh. Geht's dir gut, Katie? Mir geht es gut. Danke, Wheelefant. Ich frage mich, wie es Batfly geht. Schon, Bob, du musst jetzt springen. Auf keinen Fall, es ist zu hoch. Es war doch nicht so schwer, oder? Batfly, Bob, ich bin so froh, euch zu sehen. Alle sind jetzt in Sicherheit. Ja, lass uns das Feuer löschen. Oh nein, Elf war noch drin. Nein! Ah, es gibt so viele Trümmer und das Feuer breitet sich aus. Wir schaffen es nicht. Überlass es mir. Wheelefant, wie läuft die Mission ab? Wir haben einen Notfall, Johnny. Ed war ebenfalls im Rathaus gefangen und wir können ihn nicht rausholen. Ich brauche eine zusätzliche Hand. Sag nichts mehr. Power aktiviert. Ja, so ist besser. Batfly, finde etwas, das mir hilft, das Feuer zu löschen. Alles klar. Ich hab es. Hm? Ja! Schnell, Ed, raus hier! Hä? Ja! Jetzt werde ich mich darum kümmern.
jetzt gleich. Gerade noch rechtzeitig. Wir haben es geschafft. Ja, aber ich frage mich immer noch, wie das alles passieren konnte. Leute, schaut euch das an. Wartet, die Fernbedienung, der Roboter, die Waffe, die böse Vicky. Ihr habt vielleicht diesmal meine Pläne ruiniert, Anima-Narren. Aber ich habe noch mehr Tricks im Ärmel. Läufer, das super special Wettrennen von Katys Restaurant kann losgehen! Yay! Denkt daran, alle Teilnehmer müssen einmal zur Wüste und zurück. Der Gewinner bekommt diesen wunderbaren Gutschein für ein Jahr kostenloses Eis in meinem Restaurant. Oh, kostenloses Eis? Ich werde dieses Rennen gewinnen, komme was wolle. Okay, Leute, auf die Plätze. Fertig. Los! Geht mir aus dem Weg, Anima-Schnecken! Hey, das ist ein Kuh-Vicky! Das ist eine Katastrophe! Ich muss um Hilfe rufen! Hier ist Johnny. Wie kann ich dir helfen? Johnny, hier ist Katie! Vicky betrügt beim Rennen und sie bringt alle in Gefahr. Wir brauchen deine Hilfe. Sag nichts mehr, Katie. Mein Team ist alarmiert. Tagius, Bilduser, wir haben einen Auftrag. Ihr müsst zu Katies Restaurant und ihr helfen, Vicky aufzuhalten. Wird gemacht, Boss. Mach dir keine Sorgen, Johnny. Wir machen das. Ist Demolizard in Ordnung? Ihm ist nur ein bisschen schwindelig. Nichts, was ein gutes Eis nicht beheben kann. Aber die Straße ist blockiert und Delibug ist ganz allein gegen diese Verrückte. Glaubst du, du kannst es alleine heben, Bilduser? Natürlich. Es gibt nichts, was der Stier nicht heben kann. Lasst uns loslegen. Könnt ihr bitte wegschauen? Ich krieg es nicht hin, wenn ihr zuschaut. Oh, okay. Was auch immer dir hilft, Großer. Los geht's! Jetzt fangen wir Vicky. Komm schon, Vicky, du musst damit aufhören! Niemand wird sich zwischen mich und mein Eis stellen. Niemand! Warte, ist das ein fliegendes Anima-Schwein? Was? Ja! Hab dich! Der Sieg gehört mir! Super, jetzt seid ihr noch dran. Wollt ihr spielen? Lasst uns spielen! Bilduser, Vorsicht da hinten! Ist das das Beste, was du tun kannst, Vicky? Willst du mehr? Nimm das! Autsch! Geh zurück zu den anderen, Bilduser! Ich bringe den Job zu Ende! Aha, du wirst nie müde, was? Ich könnte dasselbe über dich sagen! Komm schon, Vicky, du musst damit aufhören! Niemals! Komm schon, komm schon! Tschüssi, Anima-Loser! Verflixt! Ich brauche mehr Kraft, um hier rauszukommen. Johnny, bist du da? Ich brauche Hilfe. Keine Sorge, Tigers. Ich kümmere mich drum.
Robos und Monsterräder. Gute Idee, Johnny. Hier komme ich, Vicky. Fühlst du dich besser, Delibug? Auf jeden Fall, Vicky. Es gibt nichts, das dein Eis nicht heilen kann. Leute, sie kommen. Oh, mein Eis. Ich kann es schon riechen. Hallo. Hä? Du schon wieder? Lass mich in Ruhe. Das endet hier, Vicky. Nein. Ja. Nein, nein, nein. Tigers, das ist dir gut? Mami, bist du es? Ich habe gewonnen, das ganze Eis gehört mir. Den Gutschein, gib ihn mir, ich bin die Gewinnerin. Bist du sicher? Was? Du hast richtig gehört, Vicky, Tigers hat die Ziellinie vor dir überquert. Er ist der Gewinner. Oh, du sagst, der Animaloser hat mich besiegt? Ich würde sagen, du bist der Animaloser, Vicky. Stimmt's, Johnny? Daran besteht kein Zweifel, Katie. Tigers Kabel überquerte die Ziellinie direkt vor ihr. Dafür werdet ihr bezahlen, Rettungsteam. Tschüss, Vicky. Viel Glück beim nächsten Mal. Das ist für dich, mein Freund. Haben wir gewonnen, Mami? Es ist Trainingszeit. Ich werde das stärkste Animakan-Team sein. Okay, Draco, spring über diesen winzig kleinen Felsen. Und du bist fertig für heute. Nein, 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 nein! Oh Mann, oh. Ich denke, ich brauche etwas Hilfe. Hi, Trackadile. Wie sieht's aus? Alles klar, Johnny. Ich habe in der Wüste trainiert und ich dachte, warum kommen die anderen nicht auch? Ich hänge an einer Klippe rum. Sie können mich runterholen und dann können wir hier Spaß haben. Weißt du? Draco, bist du in Schwierigkeiten? Ich? In Schwierigkeiten? Spinnst du? Okay, lass mich die anderen anrufen. Hi, Johnny. Winifan, Bildooser, Trackadile ist in der Wüste. Und es scheint, als sei er in Schwierigkeiten. Alles klar. Schon unterwegs, Johnny. Siehst du ihn, Bill? Hä? Was? Sehr lustig. Ich weiß, dass ich hier jederzeit runterkomme. Ich will mich hier nur dehnen. Natürlich kannst du das. Komm schon, Bildooser. Oh, holen wir ihn runter. Wisst ihr was? Ich will eure Hilfe nicht. Komm schon! Du wirst herunterfallen, Trackadile.
Komm schon, Relefant. Wir stellen uns unter ihn, um ihn zu fangen. Und los geht's. Geschafft. Wer lacht jetzt noch, Jungs? Jungs? Hilfe, Hilfe! Medusa, Relefant, wo seid ihr? Draco, unter den Felsen! Du musst uns helfen! Was? Wie seid ihr da hingekommen? Wirklich? Oh, ich verstehe. Es ist meine Schuld. Okay, okay. Das ist der einzige Ausweg. Aber ich brauche einen Schub. Johnny, kannst du mich hören? Crocodile, geht es dir gut? Medusa und Relefant stecken in Schwierigkeiten. Ich habe versucht, alleine herunterzukommen und sie in Gefahr gebracht. Ich brauche etwas Power, um von der Klippe runterzukommen. Wir dürfen keine Zeit verlieren, Crocodile. Mach dich bereit. Los geht's. Aha! Leute, ich komme! Relefant, Medusa, geht's euch gut? Uns geht es gut, Draco, aber wir können uns nicht bewegen. Ich will dich nicht drängen, aber ich bin ein bisschen klaustrophobisch. Keine Sorge, ich weiß, was zu tun ist. Du hast es geschafft, Crocodile. Du hast uns gerettet. Aus dem Schlamassel, in das du uns gebracht hast. Aber du hast uns gerettet. Es tut mir leid, Jungs. Wenn ich nicht so stolz gewesen wäre, hätte ich euch nicht in Gefahr gebracht. Mach dir keine Sorgen, Kumpel. Es tut uns auch leid. Wir hätten dich nicht auslachen dürfen. Ich wollte das beste Animakar der Welt sein, aber alleine konnte ich es nicht schaffen. Das spielt keine Rolle, Draco. Du hast nach Hilfe gebeten, als du sie brauchtest. Du hast deinen Freunden geholfen, als sie dich brauchten. Das macht dich zum besten Animakar im ganzen Universum. Ah, du hast recht. Ich bin das erstaunlichste Animakar von allen. Gute Arbeit. Aber ich muss sicherstellen, dass niemand im Zement stecken bleibt. Hä? Was ist das? Mein böser Dino, bring hier alles schön durcheinander. Johnny! Hi, Bob! Da ist ein Dinosaurier! Wir brauchen Hilfe! Bob, bist du da? Bob? Hi, Johnny! Bildusa, Tigers! Ein Dinosaurier richtet Chaos auf der Baustelle an und Bob ist in der Falle. Keine Sorge, Johnny, wir sind schon auf dem Weg. Halt an, du dummes Fossil! Hä? Also, was machen wir jetzt? Lauf! Verfolge nicht mich! Bildusa ist viel leckerer!
Tagius, zur Seite! Gut gemacht, Bildusa! Nicht so schnell, Anima, Blödmänner! Vicky, du steckst hinter all dem? Natürlich! Gibt es irgendwelche anderen Superschurken in dieser blöden Stadt? So, wollt ihr jetzt einen Dino-Schmatzer? Wieder weglaufen? Du kannst Gedanken lesen. Bildusa, Achtung! Du wirst in den Zement fallen! Ja! Danke, Bob. Das war knapp. Moment! Das bringt mich auf eine Idee. Hi, Billy. Wie läuft es? Johnny! Ich weiß, wie wir den Dino aufhalten können, aber ich brauche deine Hilfe. Sag nichts mehr. Power wird aktiviert. Tigers, folge mir. Hier, Dino Faulpelz. Fang diesen Anima-Bullen. Tigers, jetzt! Los geht's! Leider nicht getroffen, Anima-Dummkopf. Bist du sicher? Oh, nein! Das war unglaublich, Freunde! Dafür wirst du bezahlen, Rettungsteam! Du wirst bezahlen! Ich wusste gar nicht, dass Statuen sprechen können. Pfui, Putztag! Schlimmster Tag des Jahres! Wie geht's? Wo kommt dieser ganze Müll her? Ich kann hier nicht rausschwimmen. Ich brauche Hilfe. Hier ist Johnny, bereit zu helfen. Johnny, hier ist Sharksky. Hier ist so viel Müll im Ozean und ich bin darin gefangen. Müll? Mach dir keine Sorgen, Kumpel. Ich kümmere mich darum. Hi, Johnny. Hi, Johnny. Crocodile, Batfly, Sharks braucht eure Hilfe am Strand. Alles klar. Wir kümmern uns darum. Was ist passiert? Was für eine Menge Müll. Hier ist der Plan, Draco. Finde heraus, wo das alles herkommt, während ich unseren Freund rette. Gefällt mir. Wow, bei dem ganzen Müll wird es nicht leicht sein, ihn zu finden. Ups, mein Fehler. Batfly, bist du es? Hier drüben! Sharksky! Ich bin so froh, dass du hier bist. Bei all dem Müll im Wasser kann ich mich nicht bewegen. Er ist sogar in meine Propeller geraten. Mach dir keine Sorgen, ich werde dir helfen.
Dieser Müll muss irgendwo herkommen. Natürlich. Nur die böse Vicky kann dahinter stecken. Die Anima-Narrin, was machst du hier? Es sieht so aus, als würde ich dich aufhalten. Nun, es sieht so aus, als hätte ich noch mehr Müll zum Wegwerfen. Tschüss, Anima-Schnecke! Ich kann ihr nicht so durchs Wasser folgen. Ich brauche Hilfe! Hi, Dragadile! Johnny, Vicky hat den Ozean verunreinigt und sie ist weggelaufen. Ich brauche Hilfe! Klarer Fall! Power aktivieren! Schon. Ich kann dich nicht schlagen, wenn du nicht stillhältst. Autsch! So ist's gut. Bitte nicht bewegen. Genau, Vicky. Lasst uns alle diesen Strand sauber und glänzend verlassen. Keine Sorge. Wir helfen dir. Ich hasse Putztage. Schuldet mir eine Erklärung dafür. Hier ist Johnny. Wie kann ich dir helfen? Was verstehst du unter die Mannschaft überwachen? Bildusa hat mein Restaurant zerstört, hat meinen Kunden Angst gemacht und ließ mich hier drin gefangen zurück. Bildusa? Aber er ist der friedlichste Typ der Welt. Nun, er sah definitiv friedlich aus, als er alle meine Eisbecher gegessen hat. Irgendwas ist hier seltsam. Aber keine Sorge, Katie. Hilfe ist unterwegs. Hallo, Johnny. Was ist los, Bildusa? Katie hat mich sehr wütend angerufen, weil du Chaos in ihrem Restaurant angerichtet hast. Ich? Aber ich war doch die ganze Zeit auf meinem Posten. Sie ist sich sicher, dass du es warst. Ihr müsst alles reparieren und herausfinden, was passiert ist. Tigius, behalte ihn im Auge. In Ordnung, Chef. Keine Sorge, Johnny. Wir gehen dem auf den Grund. Geschickt, um mir zu helfen? Aber ich habe nichts getan, Katie. Klar, Kumpel. Weniger reden. Holt mich lieber hier raus. Hm? Ha? Danke dafür. Aber ich bin immer noch sauer, weil du mein ganzes Eis gegessen hast.
Das habe ich nicht getan. Wer dann? Dein böser Zwilling? Hä? Es kommt von der Baustelle. Auf geht's. Wartet, jetzt halte meine Eisbecher. Bitte, Bildusa, tu das nicht. Hör sofort auf, du Schwindler. Moment, da sind zwei Bildusas? Also war es sein böser Zwilling, nicht wahr? Hey! Komm schon, schnappen wir ihn. Ich muss aus dieser Stadt wegziehen. Wir kommen nicht nah genug ran, Taigis. Wir brauchen einen neuen Plan. Ich habe eine Idee, ihn aufzuhalten. Aber du musst deinen bösen Zwilling ablenken. Ich versuch. Nochmal hallo, Taigis. Johnny, es hat sich herausgestellt, dass ein böser Zwilling von Bildusa alles zerstört hat. Ich brauche deine Hilfe, um ihn aufzuhalten. Ein klarer Fall. Power aktivieren. Halte durch, Bill! Hier ist ein Vorgeschmack deiner eigenen Medizin. So knapp! Überraschung! Volltreffer! Wir haben dich, Schwindler! Ja, aber was machen wir mit ihm? Ich habe eine Idee! Das entschädigt auf jeden Fall den Schrecken auf der Baustelle! Und ihr habt mir einen wunderbaren Helfer besorgt! Das habe ich sehr gern gemacht. Der Stein hat dich hart getroffen, stimmt's, Rhino? Keine Sorge, Bulenz wird jede Sekunde hier sein. Er ist da, aber er sieht anders aus. Hör auf! Was stimmt nicht mit dir? So ist's gut, mein lieber Roboter. Terrorisier alle. Ha! Ohne die Hilfe des echten Bulens wird die Stadt bald den Bach untergehen. Jetzt schnell zurück in die Höhle. Hier ist Johnny, bereit zu helfen. Johnny, Bulenz ist verrückt geworden und er hört nicht auf, mich zu jagen. Ich brauche deine Hilfe. Wie seltsam. Wie auch immer, das Rettungsteam ist an dem Fall dran. Hi, Johnny. Hi, Johnny. Wheelefant, Batfly, Bob hat Probleme mit Bulenz auf der Baustelle. Könntet ihr mal nachsehen? Wird gemacht. Wir kümmern uns darum. Außer Rhino Trucks. Hier drüben! Bob, was machst du da?
Was denkst du wohl? Verstecken! Dieser verrückte Krankenwagen ist gerade abgefahren, aber ich fürchte, er könnte zurückkommen. Er hat mich bei Rhino geholfen. Hä? Batfly, du musst Budenz stoppen, während ich mich um Rhino kümmere. Alles klar. Du bist geheilt, Rhino. Jetzt ist es an der Zeit, Batfly zu helfen. Budenz hat wirklich seine Geschwindigkeit verbessert. Katie, Achtung! Puh, das war knapp. Nein! Hab dich! Puh, das war beängstigend. Er haut ab! Nicht mit mir! Hi, Batfly! Johnny, ich brauche einen kleinen Schub. Ich erkläre es später. Klarer Fall. Power aktivieren. Jetzt bist du fällig. Jetzt. Das muss wehgetan haben. Batfly, du hast es geschafft. Ja, aber irgendetwas stimmt nicht. Das ist nicht Budenz, es ist ein Roboter. Und wir alle wissen, wem er gehört. Ich wusste es. Es war die ganze Zeit Vicky. Aber wo ist sie jetzt? Ihr habt vielleicht diesen Kampf gewonnen, Anima-Narren. Aber ich werde den Krieg gewinnen. Du wirst nie meine Reifen bekommen, Vicky. Bleib stehen, mein Freund. Tschüss, Anima-Loser. Wir brauchen Hilfe. Hallo, hier ist Johnny. Johnny, Vicky stiehlt alle Räder. Es ist ein Desaster. Keine Sorge, Rider Trucks. Ich kümmere mich darum. Hi, Johnny. Freunde, Vicky sorgt wieder für Chaos. Ihr müsst sie finden und aufhalten. Alles klar. Schon auf dem Weg. Weißt nicht, in welche Richtung sie weg ist? Ich steckte irgendwie fest, weißt du? Ich werde in den Himmel steigen und sie suchen. Super! Ich werde die anderen für neue Reifen in die Werkstatt bringen. Ah,
Tigius, sei vorsichtig. Vicky ist hinter der Werkstatt. Ja, ich glaube, du hast recht, Badfly. Deine Räder werden mir gehören. Komm schon, schon wieder? Jackpot! Damit wirst du nicht durchkommen, Vicky. Nein, und wer hält mich auf? Es ist zu weit weg. Ich brauche einen zusätzlichen Schub. Batfly, wie läuft die Mission ab? Wir haben ein Problem, Johnny. Ich muss schneller sein, um Vicky aufzuhalten. Sag nichts mehr. Power aktivieren. So ist besser. Irgendwelche letzten Worte? Lass mich zuerst deine hören. Batfly, du hast es geschafft. Was? Macht nichts. Sag auf Wiedersehen zu deinen Rädern. Batfly, nein. Ich brauche sie sowieso nicht. Wie ist das möglich? Ich bin dran. Ha, nicht getroffen. Tigius, jetzt. Aha. Volltreffer. Es ist vorbei, Vicky. Jetzt gib uns unsere Räder zurück. Muss ich das wirklich tun? Wenn du nicht ins Gefängnis willst. Na gut. Ja, ich bin wieder da. Igitt, ich hasse es, jemandem zu helfen. Danke für deine Hilfe, Bildusa. Gern geschehen, mein Freund. Entschuldige mich bitte. Du warst wirklich schnell, hä? Warte, was machst du? Hier ist Johnny. Wie kann ich dir helfen? Johnny, hier ist Bob. Bildusa hat hier Chaos angerichtet. Ich brauche deine Hilfe. Bildusa? Das kann doch nicht sein. Ich hab's mit meinen eigenen Augen gesehen. Keine Sorge, Bob. Wir gehen dem auf den Grund. Hi, Johnny. Tigius, Bob sagt, Bildusa sorgt für Chaos. Kannst du nachsehen, was los ist? Na klar. Was für ein Chaos. Oh nein, er ist wieder da. Oh, das habe ich gebraucht. Hä? Hey, was ist los? Bildusa, du bist wegen Zerstörung der Baustelle festgenommen. Aber ich komme gerade erst von der Toilette. Hä? Du machst einen großen Fehler. Entschuldige, Bill. Aber ich habe einen weiteren Notfall, um den ich mich kümmern muss. Hä?
Was machst du da? Ich habe einen bösen Zwilling. Deshalb geben mir alle die Schuld. Hilfe! Das ist schrecklich! Ich muss ihn aufhalten! Hör auf, Bill! Wie bist du aus dem Gefängnis entkommen? Nun, ich habe es kaputt gemacht. Moment, zwei Bildhuser? Das ist richtig. Das Schwein hat alles kaputt gemacht und gibt mir die Schuld. Komm schon, Tigers, Ehren kommt. Ich weiß, was zu tun ist. Hi, Tigers. Hast du Bildhuser aufgehalten? Ich erkläre es später, Johnny. Ich brauche jetzt deine Hilfe. In Ordnung. Power aktivieren. So ist's besser. Hier ist der Plan. Du fängst an, deinen bösen Zwilling abzuwerfen, um ihn zu stoppen. Ich kümmere mich um den Rest. Wow. Hast du mich vermisst? Pass auf, dass du keinen Unfall baust. Tigers, jetzt! Treffer. Wir haben endlich den richtigen erwischt. Es tut mir leid, Bill. Ich hätte dir vertrauen sollen. Mach dir darüber keine Sorgen. Aber lass den Kerl nicht aus den Augen. Wenn ich hier ausgebrochen bin, kann er das auch. Oh. Hä? Puh, das war der letzte übrig gebliebene Stein-Rhino-Trucks. Endlich! Jetzt können wir uns etwas ausruhen. Auf geht's! Hä? Oh. Was ist los, Kumpel? Bob, wir sind im Treibsand stecken geblieben. Wir brauchen Hilfe! Und zwar schnell! Hier ist Johnny. Wie kann ich dir helfen? Johnny, wir brauchen deine Hilfe. Rhino Trucks und ich stecken im Treibsand in der Wüste fest. Keine Sorge, Jungs. Ich habe das perfekte Team für den Job. Hey, Johnny. Bildhuser, Trackadile. Bob und Rhino Trucks stecken in Schwierigkeiten. Ihr müsst sofort in die Wüste. In Ordnung, Johnny. Wir sind auf dem Weg. Endlich. Ich fange an, mich zu langweilen. Wir sind gerettet. Hey! Haltet durch, Jungs. In Ordnung, Traco. Irgendwelche Pläne? Oh yeah. Ich weiß. Ich? Du? Ich gehe verdeckt. Der Anima-Adler ist im Nest. Ich tauche in den Treibsand, ich schwimme, ich hole sie raus. Was ist damit? Klingt das nicht super cool, Billy Boy? Ist das nicht ein bisschen gefährlich?
Das macht es doch so cool. Sicher. Wir behalten es als Plan B, okay? Aber zuerst werde ich versuchen, sie alleine rauszuziehen. In Ordnung. Probieren wir jetzt einen super langweiligen Plan aus. Glücklich. Lehnt euch zurück und entspannt euch, Freunde. Es gibt nichts, was der Stier nicht ziehen kann. Schnappt ihr die Hörner, Bob. Hab ihn! Los geht's! Bist du fertig, Großer? Sie sind zu schwer. Ich kann sie nicht rausziehen. Keine Sorge, Kumpel. Ich weiß, wie man es repariert. Leute, werft die Steine weg. Ihr tragt zu viel Gewicht. Wird gemacht. Mach weiter, Rhino. Schon dabei. Gut gemacht. Das war unglaublich, Trackodile. Gut durchdacht. Vielleicht bin ich doch nicht so verrückt, oder? Du hast recht, Tracko. Es tut mir leid für vorhin. Mach dir nichts draus, Großer. Ich weiß, dass Kroko manchmal ein bisschen loco ist. Du bist so verrückt. Aber du hast mich auf eine Idee gebracht. Ich weiß nicht, ob ich das kann, Leute. Komm schon, Bob. Du kannst das. Aber ich will dich nicht hier lassen, Rhino. Mir geht's gut. Ich bin sicher, sie holen mich hier im Handumdrehen raus. Hab Au. Dich. Mir geht es gut. Ich habe nicht einmal einen einzigen Kratzer. Gut gemacht, Billy Boy. Das war wirklich cool. Jetzt holen wir uns Rhino. Rhino! Bildusa wird ihn nicht rechtzeitig rausholen können. Er braucht meine Hilfe. Hey, Trackadile, wie läuft die Mission ab? Nicht toll, Johnny. Wir haben Bob rausgeholt, aber Rhino Trucks versinkt. Ich brauche einen Schub. Sag nichts mehr, mein Freund. Es ist Powerzeit. Oh, das gefällt mir. Los, geht's, Leute. Okay, wo könnte ich ihn festhalten? Ah. Oh, Jackpot. Was? Los geht's. Es funktioniert, Leute. Es funktioniert. Ihr habt es geschafft, Leute! Ihr habt uns gerettet! Danke, Anima-Team! Ihr seid wunderbar! Und das alles dank meiner superkranken Turbinen. Nun, ich denke, Bildusa hat auch geholfen. Als mein unglaublicher Assistent. Haha, sehr lustig, Leute. Jetzt helft mir, hier rauszukommen. Komm schon, Bildusa. Ich versinke, Mann. Warum steigst du nicht mit deinen superkranken Turbinen raus? Am Ende bin ich nur ein Assistent. Erinnerst du dich? Okay, du gewinnst. Kannst du mir bitte helfen, hier rauszukommen? Du warst Ed. Du hast mir gesagt, du weißt, wie man einen Ballon fliegt. Okay, ich hab gelogen, Lea. Ich weiß nicht, wie man das Ding fliegt. Was? Ich bin doch nur ein cooler, hübscher Angeber. Wir werden gegen diesen Felsen krachen. Puh, das war knapp. Aber wir haben jetzt ein anderes Problem, du Genie. Wir sind gestrandet. Oh nein, ich bin viel zu großartig, um auf einem lahmen Felsen gestrandet zu sein. Keine Sorge, Ed. Hey. Ich weiß, wer uns hier herausholen kann.
Hi, Lia, hier ist Johnny, bereit zu helfen. Johnny, wir brauchen dich. Ed und ich flogen mit einem Heißluftballon und wir strandeten auf einem Felsen in der Wüste. Fliegen? Bei so einem starken Wind? Seid ihr verrückt? Ich weiß. Oder? Keine Sorge, Freunde. Ich habe den richtigen Mann für den Job. Hallo, Johnny. Wheelefant, Ed und Lia sind in der Wüste gestrandet. Du musst sofort dorthin. Stoßzähne und Räder. Ich bin gleich da. Hey, wow. Nun, es ist wirklich hoch. Wir kommen nicht ran, Wheelefant. Ich bin zu klein. Aber ich krieg das hin. Perfekt. Los geht's, Leute. Hä? Du bist unglaublich, Wheelefant. Komm schon, Ed. Du gehst zuerst, während ich von hier aus die Leiter nehme. Wirklich? Danke, Leia. Puh, endlich in Sicherheit. Danke, Wheelefant. Mit Vergnügen. Du bist dran, Lea. Mein Hut! Nein! Helft mir, Leute, ich habe solche Angst! Oh nein! Der Ballon steuert direkt auf die Klippe zu. Wir müssen Johnny um Hilfe rufen. Johnny, es gibt einen Notfall. Der Wind hat den Ballon wieder wegfliegen lassen und Lea ist darin gefangen. Und wir müssen sie retten. Ich regel das, Großer. Ich hab's. Alles, was wir brauchen, ist etwas Hilfe vom Himmel. Hey, Johnny, was ist los? Lia ist in Gefahr, Batfly. Du musst jetzt in die Wüste. Sag nichts mehr. Wenn es schlecht läuft, ruf Batfly. Macht euch bereit für den Showdown, Freunde. Das wird eng, Leute. Komm schon, Batfly. Du kannst das. Hey, kleine Lady. Möchtest du mitfahren? Batfly! Wir haben keine Zeit, uns zu begrüßen. Spring auf meinen Rücken und lass uns hier verschwinden. Gut gemacht. Achtung! Wow! Entschuldigung, ich war ein bisschen abgelenkt. Danke, Batfly, du hast mich gerettet. Kein Problem, jetzt bringen wir dich zurück auf den Boden. Gut gemacht, Team. Ihr habt wieder einmal den Tag gerettet. Anima-Team zur Rettung. Lea,
Geht's dir gut? Ja, nicht einmal ein Kratzer. Puh, zum Glück. Oh nein! Was ist los? Ich werde Jahre brauchen, um das zu beheben. Nun, vielleicht kannst du erst lernen, wie man ihn fährt. Puh. Was?